Herzlich willkommen zur 81. Folge Rastorio 2. Und da kommen unsere Wiesbänder. Jetzt geht's los. Jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit die das schaffen, da hinterher zu kommen. Auf jeden Fall noch Belader. Wir brauchen auf jeden Fall noch die da. Wir brauchen auf jeden Fall noch die da. Und wir brauchen auf jeden Fall die da und die da. So, jetzt ist auch das Interessante, inwieweit reicht das Holz? Weil die müssen jetzt hier erstmal alles voll machen. Alles kommt, da kommt das nächste Holz. Das nächste Holz, das ist jetzt auf jeden Fall auch eine ganze, ganze Menge an Holz, was jetzt hier erstmal überhaupt reingeht, bevor die überhaupt anfangen können zu produzieren. Und da kommt. Oh, siehst du, zum Glück kontrollieren wir die ganze Geschichte hier nochmal. Sieht grundsätzlich nicht schlecht aus. Wir haben grundsätzlich einen Verbrauch von ja nicht mal die Hälfte. Auch das sieht gut aus. Gut, das heißt, nächster Punkt wäre dann in der Hinsicht, wir brauchen mittelgroße Container. Dafür brauchen wir noch mehr Stahl. Bau das mal. Was ist hier mit Eisen los? Holst du gerade neues Eisen oder was? Die machen zwar schon ordentlich was kaputt, aber sie kommen dann einfach trotzdem nicht durch. Zumindest bei der Größe nicht. Ja gut, hier oben fehlt halt an sich. Noch die dritte Reihe. Die dritte Reihe Türme. Aber dafür sollten wir jetzt definitiv mehr als genug Türme haben. Und wenn wir dann hier soweit sind. Könntet ihr das wegmachen? Doch dort die drei Türme sitzen. Weil ich denke mal, ihr seid, genau, ihr seid soweit durch.
So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sechzehnmal. 6, 12, 16, 8. Verteilen wir in zwei Container. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anlagen. 4. Die Anlage dürfte die Mitte sein. 1, 2, 3, 4. Genau, hier ist die Mitte. Das heißt, der Container kommt jetzt. Hier relativ zentral mittig rein. So, und ihr beiden, ihr seid die Inputs an der Seite. Brauchen einen großen Tank, wir brauchen einen tiefen. Roboterhangar, eine Bushaltestelle. So, das ist der Punkt 1. Das ist gut, dass ihr hier die Dinger schon mal wieder versorgt. Dann kannst du den nämlich richtig schön kaputt machen hier. So, dann könnt ihr nämlich die beiden mit 4 Trefferpunkten noch. Was willst du denn hier? Nein, falsch rum. So. Das Ding passt.
Perfekt. Aber wenn die hier natürlich mit so einer Riesenwelle ankommen, dann geht erstens der Strom ganz schnell in die Knie. So. Der Punkt wäre dann abgearbeitet. Ihr könntet theoretisch, wenn ihr wolltet, machen. Andere Geschichte ist, wie viel würden die dann herstellen? Weil ich glaube, von dem ganzen Gerät hier brauchen wir noch eine zweite Anlage. Da bin ich mir mehr als sicher. Kein Kupfererz mehr. Jetzt musst du auch noch tanken fahren. Das heißt, im Optimalfall sollte man den Kupfererzzug noch mal kopieren, aber wir müssen ja jetzt. Jetzt eh, warte mal, wir haben da die Ölanlage. Wir wollten das hier unten machen, ne? Weil wir da halt Platz hätten für zwei Dinger ohne die. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall. Den Punkt. Irgendwann müssen wir das mal aufdecken. Zwischen den Toren. Wir brauchen hier auf jeden Fall Strommasten. Dann können wir nämlich an diese Strommasten hier auf jeden Fall nochmal diese zweier Reihen Türme dran setzen, zur Sicherheit. Gut, die werden wir irgendwann nicht mehr brauchen, weil das Ding da mitten in der Basis steht. Und dann werde ich es wahrscheinlich auch nie wieder abreißen. Aber sie stehen dann halt da. Gut. Wir brauchen auf alle Fälle diese hier. Dementsprechend erweiterte Schaltkreise.
Oh. Geht, was fehlt jetzt? Stahl. Weil dann können sie auf jeden Fall nach dort hinten weiterbauen. Und wir brauchen die hier. Waren das Stahlträger? Mhm. Haben wir. Okay, wir brauchen mehr Zahnräder. Wir brauchen mehr Zahnräder. Jawohl. So. Gut, jetzt haben wir es geschafft, unsere Karten sind dann jetzt hier leer. Speziell die grünen. Ja gut, das ist halt der Kupfermangel, ne? Der wirklich der massive Kupfermangel. Da können wir auch tatsächlich nur gegen anstinken, wenn wir jetzt sagen würden, pass auf, wir hauen da jetzt die anderen, das andere Zeug rein. Ansonsten haben wir da keine Chance. Ölanlage. Voll, voll, voll. Wir haben so gute 100 Megawatt Luft zum Schießen, das ist zu wenig. Ja, sieht man da auch schon. Nimmst ja auch hier fast nichts. Wir haben ja alles voll hier. Aber ich wünsche auf jeden Fall das da. Euch viel Spaß, euch viel Spaß. Dann können die zumindest schon mal wieder was machen. Da können wir noch nicht. Das kommt da ein relativ großer Angriff und hier auch. Ich sollte dagegen was tun. Die zwei Nester da oben sollten auf alle Fälle weg. Dann machen wir jetzt noch schnell die beiden Nester weg. Dann machen wir eine kurze Pause. Zumindest für den Stream und bei den anderen sieht es ja dann so aus, dass es höchstwahrscheinlich dann übermorgen weitergeht oder morgen, je nachdem. Ich weiß noch nicht, wie der Sendeplan wird in den Wochen. Her. So, weil das Nest ist relativ scharf dran.
Ihr müsst jetzt hier bitte auch nochmal weg. Aber dann machen wir das hier auch gleich. So, da haben wir gearbeitet. Es sollten hier aber auf jeden Fall schon mal keine mehr nachkommen. So, kommen da auf jeden Fall schon mal keine mehr nach. Lassen wir die sich mal hier kurz beruhigen. Haben wir hier sonst noch ein Problem? Mit euch? Ja, euch haben halt auch ein Problem. So, komm, macht nochmal weg. Ist weg, ja. Ihr werdet auf jeden Fall auch verschwinden hier. Der ganzen Scheiß Spucker, ne? Die Spucker sind das Schlimmste, aber das Nest ist zumindest. Genau, das Nest ist Geschichte. So, und gucken wir mal, wie es jetzt hier hinten aussieht. Hier Opala, 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 opala. Gucken wir mal rum, aber da ist zumindest noch einer weg. Ja, aber ich muss jetzt halt ein bisschen aufpassen. Keine Lust, den nächsten Helikopter hier zu schroten. So, du warst jetzt auch weg, ne? Drei noch. Na komm schon. Gut, haben wir. Jetzt haben wir ja hier oben noch das eine angefangen ist. Ah, das sind nur eine kleine und mittelgroße. Die sollten grundsätzlich kein Problem sein. So, zack, weg damit. Gut. Dann haben wir den Punkt hier oben schon mal erledigt, dann kommen sie wenigstens da nicht mehr. Aber jetzt müssen wir mal den guten Kollegen hier reparieren lassen. Und dann werden wir in der nächsten Folge uns die Geschichte angucken, dass wir den Testlauf dort anfangen und starten. Die hier sollten noch mal weg. Die Nester hier sollten auf alle Fälle weg. Überraschung. Buff tot. So, dann kann es nämlich auch noch. Aha, guck mal. Nach da geht es weiter. Das heißt, wir können hier zumindest schon mal weiter planen. Weil da wird ein relativ, na gut, hier müssen wir auch noch mal ein bisschen clearen. Weil die fangen mich jetzt auch noch schon zu arbeiten. Gut, ich sage mal so, ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.